Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Hamburg, Berlin, in der Nähe von München und dieses Mal Videoblog. Und heute wird's echt hart. Ich sage jetzt nochmal ein letztes Mal, dann habe ich es glaube ich auch oft genug gesagt, dass meine Kurse in einer Woche teurer werden am 19. September. Aber jetzt kommen wir mal zu diesen brutalen Dating-App-Zahlen, die wirklich hoffentlich jeden von euch mal den Kopf waschen. Ich bin schon hier auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Und zwar ist das die App Hinge. Hinge, ich denke, es ist jetzt kein großer Unterschied zu Tinder. Ist, glaube ich, auch der gleiche Konzern und wird auch in Deutschland kommen. Und ein Techniker dieser App hat mal Zahlen rausgehauen. Und wir sehen da jetzt die Zahlen für Männer und Frauen, wie viel Likes diese Gruppen kriegen. Und da sieht man hier, gehen wir erstmal die Männer durch, dass die Männer der Top 1%, also diese Apps vergeben ja immer so einen Attraktivitätsscore, kann man jetzt blöd finden, kann man nicht blöd finden, ist einfach so. Und das Top 1% der Männer bekommt 16,4% aller Likes von Frauen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Die Top 5% bekommen 41% und die Top 10% bekommen 58%. Jetzt weiß ich nicht, wer mal öfter meine Videos geguckt hat, es geistert ja immer so eine Zahl rum, dass über Tinder, dass die oberen, das muss ich mal gerade überlegen, die oberen 20% kriegen 80% der Likes sozusagen. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Also diese Zahlen finden sich hier bestätigt. Und das finde ich jetzt besonders krass, dass die unteren 50%, das heißt die Männer, 50% der Männer auf dieser Dating-App, die halt als weniger attraktiv als die andere Hälfte eingestuft wird, bekommen nur 4,3% der Likes. Das ist einfach unfucking fassbar. Und das ist noch viel schlimmer, als es auf den ersten Blick aussieht. Also ich meine, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache. Aber wenn ich jetzt mal diese 50% als so tun würde, als wenn das da irgendwie alles gleich verteilt wäre, wenn ich dann jetzt mal 4,3 durch 50 rechne, dann bekommt sozusagen jedes Prozent in dieser Gruppe bekommt nur 0,086%. Und wenn ich das jetzt mal oben diese 16,4 durch 0,086. Ja, dann sieht man, dass die 200 Mal, die Top 1% 200 Mal so viele Matches bekommen, wie im Schnitt die unter 50%. Es ist einfach krass. Was heißt das für mich, wenn du irgendwie feststellst, wahrscheinlich gehöre ich zu den unteren 50, 60, 70%, muss man eigentlich sagen, kann man eigentlich nur sagen, kann das so bestenfalls mal nebenher laufen lassen, weil man kann ja auch nicht, ich kann ja nicht 200 Likes verteilen irgendwie so, weil dann beschränkt mich die Dating-App ja wieder, beziehungsweise dann, das ist ja auch genau, was die App will, kommt mal wieder ins Zahlen, ne? Man kann ja für, es gibt ja auch Tinder Platinum jetzt und Tinder Gold, da kannst du unfassbar viel Geld für lassen und ja, und da natürlich die Frage, sind das wirklich, selbst wenn du da mal ein Match kriegst, kommst du dann überhaupt noch zum Treffen, also du kannst es eigentlich meiner Ansicht nach vergessen, kannst nur in, wie manchmal gesagt wird, in Mönchsmodus gehen und kannst sagen, okay, ich kümmere mich da jetzt nicht mehr drum und arbeite daran, dass ich in die oberen 50% komme oder attraktiver werde oder eben offline date, weil ich glaube, offline hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, da hilft ja Natur einem auch, gibt's was weiß ich, riechst du eben gut und dann eure Immunsysteme sagen, ja, das passt oder du bist witzig, was man im Foto ja auch nicht immer so weiterbringen kann, du hast eine gute Ausstrahlung, also ich denke, da hast du viel, viel
mehr Möglichkeiten. Und es gibt ja so einen Ungleichheitskoeffizienten, den nennt man so den Gini-Koeffizienten. Der nimmt so Werte an, also 0 heißt, dass eine Verteilung komplett gleichberechtigt ist und 1 heißt komplett ungleichberechtigt. Und die Einkommensverteilung in Deutschland hat einen Gini-Koeffizienten von 0,7. Und das ist exakt der gleiche Wert wie auf dieser Dating-App für Männer. So, ne? Es ist einfach unglaublich. Die Red Pillar würden jetzt wieder sagen, Hypergamie der Frauen. Ich finde halt nur die geilsten Typen, also die obersten Typen geil. Alle anderen, weil sie so viel Erfolg haben, werden sie ein bisschen snobby. Und dann werden nur die Obersten gewählt und die Untersten haben gar keine Chance. Stimmt, nur jetzt kommen wir mal zu den Frauen, weil diese Theorie besagt ja auch, dass wird gerne gesagt, dass 80% der Männer um die 20% der anderen, also Frauen schlagen, die sie nicht kriegen können. Ist jetzt schwer zu sehen, diesen Zahlen, aber was man sehen kann, dass die Zahlen jetzt nicht so unterschiedlich sind für Frauen. Ne? Ja, das ist nicht ganz so krass. Also da hat man noch eine 8% Chance, wenn man unter 50% ist. Und Top 1% kriegt nur 11% und nicht 16,4%. Aber ganz ehrlich, das macht es immer noch, wenn man es jetzt ausrechnen würde, habe ich eben mal gemacht, kam glaube ich irgendwas bei 90 raus. Also es ist immer noch 70, 80, 90 Mal so wahrscheinlich ein Like zu kriegen für die hier oben als für die hier unten so, ne? Und ehrlich gesagt, so einen riesen Unterschied sehe ich da nicht. Also man kann jetzt schon hier lesen, dass Männer nicht ganz so stark selektieren wie Frauen, das stimmt schon. Aber könnte man jetzt genauso sagen, ja, Männer haben hier eine Hypergamie oder sagen, wollen nach oben daten. Wobei man natürlich sagen muss, dass Attraktivität für Männer und Frauen auch was anderes heißt. Und weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob da auch sowas wie Status mit einberechnet ist. Und wenn das so wäre, könnte man auch sagen, ja klar, Männer gehen auch, was Männer eben als Status empfinden einer Frau, was halt viel mit dem Aussehen zu tun hat. Versuchen die auch das Beste zu kriegen und gehen nicht automatisch nach unten und sagen automatisch, ach, den hier unten haben wir mehr Chancen, den geben wir mehr Likes, ne? Machen die auch nicht, sollten sie vielleicht machen. Also, wie gesagt, es gibt einen Unterschied und der ist natürlich auch groß, ne? Ich meine, es sind immer noch doppelt so viele hier Chancen für die Frauen hier unten. Das heißt, man könnte fast sagen, Dating-App für Frauen lohnt sich vielleicht noch eher, aber auf einem ganz niedrigen Niveau. Ich würde eigentlich Frauen das Gleiche sagen, ey, wenn ihr da untergeht, datet offline, irgendwie ist besser. Meiner Ansicht nach supportet das die Studie, die ich dazu kenne, dass eigentlich alle oberhalb, auf Dating-Apps oberhalb, man sagt immer so 25% oberhalb ihres eigenen Attraktivitätsniveaus aus Sicht der App. Ich meine, das ist natürlich ein ganz subjektiver Wert. Der kann für jeden Menschen auf der Welt, der eine findet den attraktiv, den anderen jenen. Aber so wie die App das sozusagen glatt sieht, daten wir alle oberhalb dessen, was wir eigentlich matchen sollten auf einer App. Und dann kommt es halt immer dazu, dass man einfach nebeneinander herdatet. Und wenn ich diese Zahlen sehe, ja, dann wundert man sich nicht, dass da einfach überhaupt nichts läuft. Außer du gehörst eben zu den Top 10%. Dann kannst du die App super für dich nutzen. Das wird ja auch Tinder vorgeworfen, dass es eigentlich eine App ist für so Leute, wie die auch entwickelt haben, die sowieso schon super vernetzt sind, die sowieso schon super Status haben in der Gesellschaft und da sich untereinander sozusagen zu finden, dass dafür die App eigentlich geeignet ist, aber tja, andererseits vielleicht nicht so. Also ich kann halt so nur sagen, was ich immer wieder sage, ich halte nicht viel von Dating-Apps. Ich glaube, das sieht offline, hast du ganz andere Chancen, viel, viel bessere, sowohl Männer als auch Frauen. Für Männer ist es noch viel mehr Gründe, nicht auf einer Dating-App zu sein, außer, wie gesagt, du hast hohen Attraktivitätsscore, was für Männer und für Frauen, wie gesagt, unterschiedlich ist.
aussagt. Und du kannst natürlich immer sagen, hey, okay, akzeptiere ich. Und was ja auch im ganz ordentlichen Maß geht, ich arbeite an mir oder arbeite an meinen Fotos meinetwegen auch oder ich weiß nicht was. Aber ich mache mein Profil, ich meine, letztlich reden wir ja über Profile, wir reden nicht über die Menschen dahinter, ne? Ich mache mein Profil besser so, ne? Jetzt kommen wir natürlich wieder in das Problem, ich mache mein Profil besser, hast natürlich auch bessere Fotos. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir im Grunde genommen schon Deepfakes, die Möglichkeit zu Deepfakes haben, also quasi, dass du dein Aussehen komplett verändern kannst durch Snapchat-Filter, TikTok-Filter. Apropos, ich bin auch auf TikTok, folgt mir da gerne. Da ist schon, ja, und da weißt du einfach, du kannst auf Fotos eigentlich auch nichts mehr geben, ne? Das heißt, vielleicht fühlst du dich dann auch genötigt, deine Fotos so zu bearbeiten. Das kann heutzutage jeder, braucht man eigentlich keinen Photoshop mehr. Ja, dass du da vielleicht aufsteigst, aber dann was machst du dann auf dem ersten Date? Also das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Eigentlich, ja, kann man natürlich, sollte man auch, denke ich, an sich arbeiten, wenn man da Bock drauf hat, da seine Chancen zu verbessern. Aber meiner Ansicht nach geht viel mehr offline. Deswegen empfehle ich auch immer wieder mal Datingkurse, weil du kannst wirklich mit wenig Input kannst du offline echt viel reißen, ne? Muss man einfach sagen. Das ist immer wieder die gute Nachricht. Ja, wie seht ihr das? Ich freue mich über eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder.